Hallo und herzlich willkommen, liebe Freunde und salvierte Spectatores, zu einem weiteren Teil von Let's Play Europa Universalis 4 mit mir, dem Tante Günner, auch bekannt als Günther Shadow. Wir sind zurück mit dem mächtigen deutschen Orden. Und im letzten Teil haben wir uns so ein bisschen in Position gebracht und überlegen, ob wir vielleicht noch einen weiteren Krieg führen sollen gegen entweder Schweden oder Moskau, falls Litauen nicht mitmacht, denn Litauen ist momentan in einem strammen Krieg unterwegs. Wir müssten außerdem noch ein bisschen schauen, was wir hier mit unseren Truppen machen, wie lange wir die noch hier drüben behalten. Das ist ja auch noch so ein weiterer Faktor. Und wir müssten gucken, wie lange wir unsere Truppen noch hier drüben behalten. Auch das ist auch noch ein... Das ist auch noch ein weiterer Faktor, denn hier haben wir noch mögliche Rebellenfraktionen, die hier poppen können. Ne? Wir sind aber ansonsten erstmal recht gut unterwegs. Im letzten Part haben wir nochmal Krieg gegen Dänemark geführt und Polen. Und Polen wird gerade von Ungarn geplättet und von Österreich. Und vielleicht können wir ja mal auch in Bälde irgendwie Österreich noch zu einem Kriegszug mit uns überreden. Das werden wir jetzt aber gleich erst herausfinden. Als allererstes wird unsere Flotte noch ein bisschen größer gemacht. Das ist auf jeden Fall eine schöne Sache. So, und wenn ich jetzt mal gerade gucke. Sag mal, ich würde dich jetzt angreifen. Ne, Litauen würde immer noch mitmachen. Ne? Das ist schade. Und wenn ich dich angreifen würde, das ist identisch. Ne? Und wenn ich dich angreifen würde, ist es... Schweden, Moskau wäre auch identisch. Okay, müssten wir vielleicht tatsächlich mal ein bisschen gucken. Also gut, Nogai wird halt Litauens Opfer werden. Und es dauert noch ein bisschen, bis die Osmanen hier wahrscheinlich wirklich mal richtig was machen können. Im Zweifelsfall müssen wir einfach abwarten. Das wäre dann halt natürlich schade, aber wenn es halt nicht geht, dann geht es halt natürlich nicht, ne? Die Ansprüche hier, die hatten wir ja eigentlich. Oh, mein Spionagenetzwerk gegen Litauen. Warte mal, bis sie noch zwei, drei Provinzen mehr verloren haben. Haben wir immerhin hier noch ein paar tscherkessische Nationalisten. Und haben hier oben noch polotskische Nationalisten. Sattel geboren. Ja, wir haben den Anspruch auf Troki verloren. Insofern vielleicht wieder wirklich ganz gut, dass wir hier nochmal ein paar Ansprüche fingieren. Oh, das ist jetzt, die ist weg. Die Armee, die vor Kaunas steht. Wenn das wenigstens eine Ebene wäre, ne? So, jetzt schauen wir erstmal. Das ist sehr interessant. Anspruch an Ungarn. Wenn der Herrscher von Ungarn ohne Nachfolger sterben sollte, könnten sie eine Personalunion bilden. Österreich und Ungarn. Sind noch verbündet. Da ist ein Habsburger mit 50 Jahren auf dem Thron. Interessant. Polen tritt, Przemyśl, Sadecki, Czemplin, Spisz, ich glaube Spisz wird es ausgesprochen, bin mir nicht mehr ganz sicher, Szabolcs und Szolnok an Ungarn ab, wird damit gezwungen sein, und Geld haben sie auch noch gefordert. Dithmarschen hat Dänemark den Krieg erklärt. Das dürfte eigentlich auch nicht mehr lange dauern, bis wir zu mächtig für Schweden geworden sind, oder? Sind mittlerweile mit unserem Großmachtstatus hier relativ gut konsolidiert. Ja, der Krieg hier, der eskaliert natürlich gerade heftig, ne? Mit Mecklenburg noch und Dithmarschen und so weiter und so fort. Ach, guck mal, die sind unabhängig geworden. Die habe ich aber nicht unabhängig gemacht. Das muss jemand anders gewesen sein, der mit Hamburg im Krieg war. Ich würde mal behaupten... Ah, guck mal, ich würde behaupten, es war Mecklenburg. Und außerdem muss man dazu auch noch sagen,
Genau, die mussten Dithmarschen freilassen, mussten auch noch die Bündnisse mit Dänemark kündigen, ne? Das ist natürlich auch interessant. So, die holen sich jetzt wahrscheinlich erstmal Norwegen. Skandinavien werden sie nicht gründen können, dafür halten wir zu viele Provinzen. Warum twerkst du eigentlich nicht mehr? Achso, wegen den 90% hier, ne? Das müssen wir uns mal angucken. Also wenn die Festung hier noch, warte mal, wenn die Festung hier tatsächlich jetzt belagern sollten, dann könnten wir es uns überlegen. Hamburg ist jetzt wieder eine Reichsstadt, oder was? Herzogtum, ah ja, okay, gut. Litauen macht immer noch mit 89. Warum? Haltung gegenüber Feinden, Verteidigungskrieg, schwedische diplomatische Reputation. Das ist natürlich heftig, ne? Klar, warum nicht? Okay. Der 223 ist jetzt auch nicht so göttlich, ne? Die Interaktion hier mit den Ständen, die ist immer so heftig, ne? Nehme ich nochmal hier diesen, ich muss mal ganz kurz gucken. Ausländischer Adliger, Polens Meinung plus 50 Polen ist mir jetzt gerade echt sowas von wurscht mittlerweile. Hingabe 5 mit 10 Punkte Prestige für den Adel. Adel gewinnt nochmal an Loyalität. Wäre natürlich nicht so schlecht, ne? Weil, ich meine, sagen wir mal so. Wann wären das denn? 34, das dauert ja eigentlich noch, ne? 5 Karacken sind mir auch eigentlich momentan erstmal zu teuer. Hier 10 Jahre. Nochmal 2 Jahre. Der Georg. So, Litauen ist katholisch. Die 13 Schiffe dann bleiben bitte da im Hafen, ne? Die kann er ja kein Mensch gebrauchen. Böhmens Meinung ändert sich um plus 35. Alle preußischen Provinzen in Deutschland erhalten plus 2 Unruhe für 5 Jahre. Erhaltet eine Stufe 3 Rekrutierungsreserve, Rekrutierungsmeister, der uns 50% weniger kostet. Walter der Erste und das preußische Volk. Das muss ich mir nochmal angucken. Wir machen viel Kohle. Der kostet mich nur 6 Mäuse. Das ist echt wenig, ne? Ich nehme jetzt aber, glaube ich, erstmal den Moralmenschen. Ist verlockend, ne? Ist verlockend. Wir machen das. Wir haben jetzt 10% mehr Kampfstärke, minus 25% Verschleiß und noch mehr Verschleiß für unsere Gegner. Und wir laufen jetzt direkt mal nach Neumark und dann nimmst du bitte den Typen hier. Mal, wollen wir den zu dem General machen? Mit 4-3-3, warum nicht, ne? Jo.
5 Punkten Nahkampfangriff ist das, glaube ich, sehr, sehr nice. So, die Rebellen haben sich das Ding da oben geschnappt. Das gefällt mir. Wir warten den Monat mal ab. Guck mal, jetzt wollen sie hier, ne? Okay, gut. Aber das langt mir, solange ich hier noch in Sierland meine... solange ich da in Sierland noch meine Provinz habe. Oh, warte mal, wenn mein Fuppes hier jetzt da ist. So, ganz kurz. Doch! 98 Punkte im Plus immer noch. Entkommen lassen. Das ist, auch wenn hier die Verluste jetzt ziemlich hoch sind, aber... Zu krass einfach, ne? Zu krass. Mal hier nochmal mit. So, was machen wir jetzt hier eigentlich mit unseren Papstpunkten? Ich hole mal den Prestige-Bonus. Institution, Verbreitung, wahre Glaube 50. Das ist in meinen Augen immer erstmal so das Beste. ...0,0 monatlich. Unverschämtheit sowas, ne? Unverschämtheit. Bessarabien hat Moldawien den Krieg erklärt. Großartig. Nur 36 leider erst. Huhu, kleine Unterbrechung. Sorry, mein Sohnemann wollte noch was von mir. Ich denke mir gerade so, wenn wir jetzt halt nicht, wenn uns Litauen nicht so abgrundtief hassen würde und rivalisiert hätte, dann wäre das jetzt alles etwas einfacher. Die bitte auch. Obwohl, bei einem... Ja, doch, mach mal, das reicht auf jeden Fall noch. Ist alles gut, dann läuft alles. Und dann machen wir hier noch den anderen Herrscher rein. So. Das hat folgenden Vorteil für uns. So, bitte nach Danzig zurück. Unsere... Naja. Man hat Brandenburg den Krieg erklärt, das ist gut zu wissen. Würde da auch mitmachen wollen. Zeigen wir das mal gerade hier. Okay, warum nicht?
Stopp. Ja, nimm mal den Burschen hier, der hat ganz, ganz viele Manöverpunkte. Ja, Polen ist nicht länger ein gültiger Rivale für den Deutschen Orden. Halleluja, ich hab's befürchtet. Das Dumme ist jetzt halt nur. Das Dumme ist halt nur, ich kann sie jetzt auch nicht, ich kann mir jetzt auch keinen neuen Rivalen aussuchen. Das nervt mich gerade ziemlich. Schicke Infanterie plus 10. Sehr cool. Nur ist ein Belagerungsskill, kannst du immer noch dazu gehen. Oh, Moment. Ist mir ein bisschen zu flott gerade. Jetzt muss mir nochmal gerade jemand auf die Sprünge helfen, wie wir das am besten hier mit den, das am besten mit den Schweden machen. Das sind so alles nicht so die prallsten Provinzen, ne? Jetzt bei 7% hier drüben. Krimische Nationalisten. Ich habe nur leider keine Ahnung, wo der Rest dieser Nationalisten abgeblieben sein soll. Sieht nicht so aus, als ob er ihn platt gemacht hätte. Okay, sehr geil. Dann einmal hier. Achso, das müssen wir natürlich an Pommern übertragen, ne? Gerade aus Schweden zurück. Wer sind da jetzt wo im Move-Log drin? Die sind alle irgendwie in dem Move-Log drin, ne? Okay, pass auf, dann greif mal bei der Altmark an, weil da sind nur 7 Regimenter am Start. Das ist echt nervig, ey. Wirklich, echt jetzt. Ich krieg das nicht hin, ne? Oder was heißt, ich krieg das nicht hin? Das liegt ja jetzt nicht an mir, ne? Aber ist nicht zu schaffen. So, Prestige Farmen FTW. Das ist hier Danzig. Wissensaustausch zwischen Böhmen und Salzburg. Hier halt alles zurück, ne? Siebzehn Gefälligkeitspunkte haben wir bekommen. Oh, krass. Komm du doch mal gerade zurück. So, als erstes machen wir hier
das Embargo raus? Also Sachsen würde nicht mitmachen wegen Schulden. Pommern würde nicht mitmachen, weil die sonst destabilisiert würden. Ach so, weil die noch Zugangsrechte haben, ne? Sonst würden die aber mitmachen. Österreich macht nicht mit wegen Gefälligkeit. Und Böhmen würde mitmachen, wenn ich die dazu anhalte, dass die dann eben mitmachen, ne? Alter. Okay, pass auf. Wenn du diese 10 Gefälligkeitspunkte hast, dann gucken wir hier nochmal nach. Dann gucken wir nochmal nach, ob das geht. Hier würde immerhin Pommern so mal straight schon mitmachen, ne? Zehn, neun. Auch alle 10. Das ist echt nicht geil. Ja, bitte Moskau. Dann erstmal ein Embargo. So, tritt Berlin und Uckermark an Pommern ab. Okay, gut. Ach so, wegen der Kohle. Ja, ja. Alles super. Religiöser Eifer. Wie lange gilt denn der noch? Bis 30 noch 2 Jahre. Okay, gut. Noch 3 Kanonen. Wir werden das schaffen. Oh, Brandenburg hat eine Provinz an Magdeburg verkauft. Ach du Heilige. Krass, das habe ich ja echt noch nie erlebt. Okay, das ist echt heftig. Das ist echt heftig. Du bist noch mit Dithmarschen im Krieg, okay. Die wollen bestimmt Schleswig haben. Oder haben die irgendwo einen Anspruch drauf? Nee, ich sehe es nicht hier. Unfassbar, dass ich hier jetzt keinen Fortschritt mehr bekomme. Dänemark hat ihn ja gekriegt, ne? Heretiker auslöschen, um Frieden zu stiften in Sachsen. Das ist ganz gut. Ja, der wird diese Revolte da in den Griff kriegen, leider. Dass sie Schulden haben, ist aber auf jeden Fall gut. Kommt ihr mal bitte gerade beide zurück. Schulden und du, weil du keinen Bock hast.
Wie kriege ich dich denn dazu, dass du einem Krieg gegen Litauen beitreten würdest? Ich könnte ja. Oder warte mal. Krieg weit weg. Das Ding wäre ja, also jetzt passt mal auf, ne? Also wir können die ja als vollwertige Kriegsmitglieder mit reinrufen. Moskau zumindest, ne? Ich meine, die haben... Ja, wobei, die haben noch andere Bündnisse, ne? Theodoro und Twer und Georgien. Okay, gut. Schweden aber können wir zum Beispiel mit reinrufen. Könnten wir Litauen als vollberechtigten Partner mit reinrufen. Ah, guck mal, die könnten Polen mit in einen Krieg reinrufen. Die Polen würden da sogar mitmachen. Ich verstehe es nicht, ne? Ach Mist, warte mal, das ist ja der Falsche. Acht bäuerliche Regimenter in Dorpt. Das ist hier, ne? Da sind sie nochmal. Die polotskischen Nationalisten. Partikularisten haben sie jetzt auch. Das ist doch gut. Ja, wir nehmen 10 Diplomat. Ich brauche die diplomatische Hilfe nicht unbedingt. Angriff auf Mecklenburg. Die wollen es jetzt aber wissen hier. Fischereien der Neufundlandbank. Mhm. Dann laufen wir doch schon mal hier hin. Du kannst ja den mitnehmen. Warum nicht? Machen wir sie ein bisschen stärker. Sie werden mich wahrscheinlich später so oder so hassen, aber ich glaube, die kannst du mir gerade zumindest stilllegen. Ich werde die nicht alle brauchen. Aber die auf den Inseln, die hole ich mir mal gerade.
Bauen wir uns mal so eine Manufaktur. Ja, guck mal, die Schweden haben sich tatsächlich das Ding hier geholt. Oh ja. Moment noch mal ganz kurz. Da muss ich direkt mal hier Belagerung übertragen, ne? Weil das will ich ja alles gar nicht haben. Warte mal. Was mache ich denn da? So, bitte. Bitte das hier an Pommern abtreten. So, wir verlieren Geld. Wir bekommen Korruption. Wir kriegen aber einen Kardinalsitz in Lublingen. Und Palenke verliert. Ja, ist doch gut. Oh, wir kriegen Salzkrise. Okay, die holen sich Kohle von Magdeburg. Zurück mit denen, oder was? Ne, mit denen muss ich zurück. Unfassbar. Ah, und nach Friesland muss ich auch noch. Uiuiuiui. Mache ich eigentlich Verlust? Ah, Korruption bekämpfen. Okay, alles klar. Das ist echt doof. Das ist echt doof mit Litauen. Moment mal. Die sind nicht mehr miteinander verbündet. Die sind nicht mehr miteinander verbündet. Dieses Bündnis wurde gebrochen. What? Okay, Moskau, jetzt müssen wir uns echt um Moskau kümmern. Warum ist dieses Bündnis aber gebrochen? Moment mal. M-
Moment mal, Moment mal. Meinung. Neutral. Litauische Meinung zu Moskau ist minus 200. Irritiert über Ansprüche. Minus 158. Brach Staatsehe. Schütze die Religion innerhalb seiner Grenzen. Minus 23. Sie entzogen den Militärzugang. Nachbar mit tolerierter, ketzerischer Religion. Es ist also die moskauische Meinung von Litauen ist minus 2. Es ist also Litauen, die das Bündnis beendet haben. Vielleicht tatsächlich aufgrund dieser Ansprüche hier unten. Aber das ist so ein krasser... Dass es so ein krasser Buff ist, das hätte ich jetzt nicht gedacht. Aber es könnte tatsächlich sein. Okay. Solange diese Meinungsverhältnisse ähnlich sind, gehe ich dann auch nicht davon aus, dass ich das nochmal einkriegen würde. Das Marschen hier unten. Was ist denn das hier? Eroberung von Rostock. Ja, das müssten die doch jetzt aber dann hinkriegen, ne? Dann geht's ab hier rüber. Oder auch nicht. Wohl an denn. Mecklenburg wird gezwungen sein, Pommern jeden Monat in Kriegsreparation 10 Jahre. 110 Dukaten an Pommern. 11 Punkte Gefälligkeit erhalten. So. Und jetzt. Hätte ich gerne Böhmen mit im Krieg mit drin und das werden die machen, wenn ich nämlich im nächsten Teil hingehen werde. Achso, Entschuldigung, das werden sie machen, wenn ich ihnen doch sage, das ist hier, ne? Ja, jetzt macht Böhmen nämlich auch mit. So. Du musst auch noch zurückkommen. Wenn noch nicht machen würde, Österreich wegen Krieg weit weg. Und Sachsen wegen den Schulden und Krieg weit weg. Aber wenn ich jetzt sagen würde, Schulden übernehmen. Und Krieg beitreten. Dann haben wir eine in meinen Augen ganz vorzügliche Konstellation, um Moskau im nächsten Part zu verprügeln. Und bitte seht mir das jetzt. Oh, warte mal, da fehlt mir ein Händler. Warte.
Das geht aber gerade gar nicht. Warum ist denn der Händler da weg? Oh shit, das ist über ein Event gegangen und ich habe nicht aufgepasst, ne? Bemannt die Festungen alle. Wir ziehen in den Krieg. Und dann holen wir uns mal hier diese Provinzen für Novgorod zurück. Da hier, die holen wir uns alle. Da, die da oben auch. Das ist nice. Und dann holen wir uns vielleicht noch irgendwie Pleskau oder so, falls das geht. Das müssen wir mal schauen. Auf jeden Fall müssen wir Moskau jetzt nochmal deutlich schwächen. Sonst wird das hier ein relativ langwieriges Let's Play Projekt. Wo bauen wir eigentlich gerade? Hä? Hier ist es doch, ne? Was bauen wir hier? Gutshof, Handelsgüter plus 1. Das ist meine Manufaktur oder was ist das, ne? So ist es. Boah, ey Leute, aber schaut euch das mal an. Ja, wir müssen diesen Krieg da jetzt führen, weil Pommern wird wahrscheinlich uns nicht mehr lange die Treue halten. Die nutzen jetzt noch so ein bisschen unser Bündnis aus. Und da sollten wir die jetzt auf jeden Fall nur mit in den Krieg reinziehen und dann die Beziehungen zu Pommern verbessern. Da ist auch sonst keine Großmacht sonst mit drin. Das ist doch gut. Und Schweden können wir auch noch ein bisschen verkleinern, so ist es ja nicht. Schweden geht auch noch mal ein bisschen kleiner. Die haben ja Norwegen mittlerweile komplett ausgefressen, außer da oben hier Island, ne? Das kriegen wir doch auch noch mal hin. Dänemark zum späteren Zeitpunkt dann. Wie lange gilt der Anspruch hier noch? 49. Das reicht mir. Okay, dann sind wir gleich zurück mit den historischen Hintergrundinfos. So, also, wir sind mal wieder mit den historischen Hintergrundinfos da. Und heute ist es ja so, wir werden jetzt, also würde ich mal prophezeien, wir werden jetzt gleich Moskau angreifen. Und dann wird das ein relativ langer Krieg werden und dann werde ich mich da wieder ein bisschen zurückhalten mit historischen Hintergrundinfos, weil ich so zusammenhängende Blöcke immer eigentlich ganz gerne abschließe, ne? Muss ich auch mal gucken, wie viel Zeit ich finde, mich da nochmal reinzulesen. Ich habe mir aber heute nochmal überlegt, wir könnten eigentlich nochmal ganz kurz über diese Eroberung Preußens durch den Deutschen Orden reden und überhaupt diese gesamte, in Anführungszeichen, Ostsiedlung, wie man die da genannt hat. Das ist ja eigentlich so, dass der Deutsche Orden diese Gebiete in Besitz genommen hat und er hat natürlich auch Schenkungen bekommen und so, das ist wohl klar. Der ursprüngliche Auftrag bestand vielleicht in der Missionierung der dort lebenden Prussen. Aber tatsächlich wurden da ja auch Ländereien erobert. Das ist ja auch etwas, was man beim Orden immer wieder kritisiert hat. Heftig kritisiert hat mitunter. Also wenn ich das auch mal ganz kurz hier so sehe. Warte mal, Leute, da könnte man doch aber mal zumindest hier versuchen, noch ein bisschen was gerade beim Handel zu optimieren. Momentchen mal. Hier, nimm den mal gerade mit. Er kann hier mal gerade ein bisschen, was einsammeln gehen. Okay. Ich glaube, der rennt schon seit Ewigkeiten hier rum, ohne konkreten Auftrag. Egal. Ja. Die Frage also, würde ich jetzt mal sagen, auch in Anbetracht der Tatsache, dass das von vielen Historikern
immer wieder behauptet worden ist und auch behauptet wird, die wir mal diskutieren können, ist, muss man da jetzt von so einer Art systematischen Vertreibung und Völkermord sprechen? Also von so einer richtig krassen, heftigen Kriegsführung des Ordens? Oder ist das nicht vielleicht doch eher eine moderate Inbesitznahme der entsprechenden Ländereien? Also wie verträglich war dann auch da der Orden mit den dort lebenden Prussen? Also Fakt ist auf jeden Fall mal, es gab diese regulär ausgerufenen Kriegszüge und die haben ja ein bestimmtes Ziel, ne? Kreuzzüge gegen die Prussen. Ne? Die Prussen haben sich, aus welchen Gründen und Motiven, ist ja jetzt mal nicht ganz so wichtig, ich bin darauf ja schon eingegangen, der Mission widersetzt. Und Ende des 13. Jahrhunderts kommen dann ja auch immer wieder diese Kreuzfahrerkontingente in dieses Gebiet, um dort die Aufstände gegen die Mission niederzuschlagen. 1283 kann man dann tatsächlich sagen, dass alle nicht christianisierten Gebiete vom Deutschen Orden erobert wurden oder von dem Schwertbrüderorden eben auch erobert wurden und von den Kreuzfahrerkontingenten erobert wurden. Was dann halt passiert ist, und das muss man jetzt schon mal beachten, ist, dass sich die Zahl der dort lebenden Prussen drastisch reduziert. So, das sind vorsichtige Schätzungen, oder ich würde mal eher sagen, das sind Schätzungen, die man mit Vorsicht genießen sollte, ist vielleicht besser. Schätzungen, die man mit Vorsicht genießen sollte, weil wir können schlecht jetzt dahin gehen und es gibt keine Geburtenregister und so, wir haben das Mittelalter sowieso nur ganz wenige, da gibt es vielleicht mal ein Taufregister oder sowas. Oder ein Hochzeitsregister oder irgendwie solche Sachen gibt es da mal vielleicht hin und wieder, ganz vereinzelt, aber es gibt jetzt keine Volkszählungen oder so in dieser Zeit, ja, und der Orden ist jetzt auch nicht hingegangen und hat jeden Einwohner gezählt, das haben die auch nicht gemacht. Insofern muss man das mit Vorsicht genießen. Vor der Eroberung, so schätzt man heute, haben in diesem Gebiet wohl 170.000 Prussen gelebt. Daran merkt man auch, wie dünn besiedelt dieses ganze Gebiet noch ist eigentlich, ne? Also muss man sich auch vor Augen führen. Und um 1300 waren es nur noch 90.000. Und dann muss man so die Frage schon mal stellen, wo sind die hin? Also was ist mit denen passiert, ne? Die Prussen sind nicht hingegangen und haben eine Armee von 80.000 Mann aufgestellt. So eine riesige Armee hätte der Orden ja nicht mal zusammenkratzen können. Das sind also nicht alles Kriegsverluste oder sowas, die wir da abziehen müssen, sondern das sind Leute, die, also dieses Gebiet verliert massiv an Bevölkerung in diesem Zeitraum. Und ich finde, da ist es ganz wichtig, eben mal zu fragen, was ist mit den Leuten da genau geschehen? Man kann das sich jetzt so ein bisschen versuchen anzugucken, warum diese Zahlen zurückgegangen sind. Das eine ist natürlich sicherlich auf jeden Fall, sind da, dadurch, dass Aufstände niedergeschlagen wurden, sind dort Leute umgebracht worden. Und das ganz klar, also da wird es auch Hinrichtungen gegeben haben. Diese Eroberung wird ja hauptsächlich nur, wenn ich mich jetzt nicht irre, von den Ordenschroniken selbst eben genauer dokumentiert. Ich glaube, von indigenen Bevölkerungsgruppen fehlen da die Schriftzeugnisse. Prussisch selbst ist, glaube ich, eine Sprache, die man aufgrund einer Bibelübersetzung rekonstruieren kann, wenn mich nicht alles täuscht. Aber ansonsten, auch da ist es mit den Schriftzeugnissen nicht so, also sind die dünn gesät, ja. Das muss man auch sagen. Der Rückgang der Zahlen geht auf jeden Fall auf diese unmittelbaren Kriegseinwirkungen zurück. Ein ganz großer Teil aber, davon kann man ausgehen, hat das Land verlassen. Und da ist dann natürlich die Frage, haben die das freiwillig gemacht oder nicht? Und das ist jetzt tatsächlich nicht ganz so einfach zu bewerten, finde ich. Viele der Prussen haben natürlich mitbekommen, dass dieses Gebiet christianisiert wurde und sind dann in das damals noch heidnische Litauen geflüchtet, das es zu dieser Zeit ja eben auch noch gab. Und mit diesem Gebiet haben sie also, in diesem Gebiet haben sie Schutz gefunden. Die sind da ja aber natürlich nicht freiwillig und gerne hingegangen. Ich meine, nicht die meisten Menschen werden nicht ohne weiteres gerne ihre Heimat aufgeben und versuchen ihr Glück in der Fremde zu suchen. Das haben die also sicherlich nicht freiwillig gemacht. Da muss man schon sagen, man darf davon ausgehen, dass diese Leute zwangsweise ausgesiedelt sind, weil sie sich vielleicht auch nicht der Unterdrückung durch
die neuen Herrscher dort beugen wollten und natürlich auch das entsprechenden Klerus-Netzwerk, das noch da hinten dran hängt. Ne? Das ist natürlich noch nicht, das ist natürlich noch nicht die ganze Wahrheit bei der Sache. Wir sehen nämlich um 1400 wieder auch einen Anstieg der russischen Bevölkerung. Um 1400 geht man davon aus, dass etwa 140.000 Prussen wieder neben 100.000 Deutschen und 26.000 Polen in diesem Gebiet lebten. Auch hier gilt natürlich wieder, da muss man diese Zahl mit Vorsicht genießen und vor allen Dingen auch, also wenn wir da von Deutschen reden, dann meinen wir damit keine deutschen Bürger, sondern damit meinen wir dann natürlich die aus dem Heiligen Römischen Reich kommenden oder deutschsprachigen Gebieten kommenden Siedler, die dahin fahren. Ne? Und wie sieht diese Besiedlung aus? In der Regel gibt es da also einen Schulzen, der organisiert so eine Kolonisierung, in Anführungszeichen, oder eine Stadtgründung, eine Gemeindegründung. Und er ist dann in der Regel dort auch der Gemeindevorsteher und trägt auch damit die Hauptverantwortung für das Gelingen einer solchen Besiedlung. Und ist auf jeden Fall da so die wichtigste treibende Kraft. Ne? Und da wird dieses Gebiet wird systematisch durch den Orden halt besiedelt, das muss man sagen. Und ich finde auch schon, wir dürfen uns da nicht der Tatsache verschließen, dass so die Bevölkerung auch vertrieben wird. Also zumindest wird sie unter einen gewissen Zwang gesetzt, dass sie eigentlich dieses Gebiet verlassen muss, wenn sie in Freiheit weiterleben will. Ne? Und das finde ich, diese wichtige Freiheitseinschränkung, die muss man da auch auf dem Schirm haben. Das darf man da nicht vergessen, darf man nicht ausklammern, gehört auch zu der Geschichte da dazu. Wir können davon ausgehen, dass die Prussen, also die dort bleiben, zwangsweise in dieses neue Territorium, in diese neue Herrschaftsform dort integriert werden. Integriert heißt ja auch in dem Zusammenhang, sie müssen einen Teil ihrer Identität und ihrer Freiheit aufgeben dafür. Und die Zahlen legen das auch in meinen Augen so ein bisschen nahe. Es wird irgendeine Form der Integration dort gegeben haben. Ne? Integration ist immer auch was nicht ganz so Freiwilliges, weil wer gibt denn gerne schon seine Freiheiten freiwillig auf? Ne? Jetzt mal so ganz platt ausgedrückt. Ne? Das heißt aber auch für den Orden wiederum, der Orden muss sich Gedanken darum machen, wie er dieses Gebiet dauerhaft friedlich hält. Natürlich ist Integration der dort lebenden Bevölkerung ein wichtiges Mittel, insbesondere eben des Adels und der wichtigen Persönlichkeiten, die dort leben. Aber trotzdem kann man da nicht herrschen, wie man will. Auch der Orden wird sich in einer gewissen Art und Weise einer verantwortungsvollen Herrschaft haben beugen müssen. Das ist, glaube ich, nicht von der Hand zu weisen. Es bestand ja auch ein dauerhaftes Interesse daran, hier möglichst wenig Aufstände zu haben und dieses Gebiet möglichst friedvoll zu beherrschen, weil politische Stabilität ist in der damaligen Zeit auch schon natürlich ein sehr wichtiges Kriterium für die Herrschaft und für wirtschaftliche Prosperität. Das darf man in diesem Zusammenhang sicherlich auch nicht vergessen. Wie hat man sich das dann also vorzustellen? Ich würde sagen, also man muss nicht unbedingt hier von einem, ich würde das nicht so drastisch ausdrücken und hier von einem Völkermord sprechen. Ich würde vielleicht auch nicht unbedingt von einer systematischen Vertreibung der indigenen Bevölkerung, also der Prussen, eben sprechen. Ich würde aber sagen, man muss schon die Zwänge berücksichtigen, unter denen die Prussen damals gelitten haben, die sie dann zur Umsiedlung eben veranlasst haben. Und trotzdem hat der Orden sich darum bemüht, auch seine Herrschaft hier auf einem stabilen Fundament aufzubauen. Und dazu gehört, dass man trotzdem versucht hat, die Prussen in die Herrschaft zu integrieren. Man hat das erstmal natürlich wohl dadurch gemacht, dass man die wie so eine unterprivilegierte Schicht behandelt hat. Also das heißt, die hatten weniger Rechte, mussten vielleicht höhere Abgaben leisten. Und vor allen Dingen, ganz wichtig, sie durften nicht so viel Land besitzen, wie jetzt beispielsweise die Siedler, die aus den Gebieten des Heiligen Römischen Reiches kamen, also in den deutschsprachigen Gebieten kamen. Für den Adel aber, das ist eine ganz wichtige Möglichkeit,
gibt es Aufstiegsmöglichkeiten, die der Orden verspricht. Und das ist natürlich zur Loyalitätsbildung ganz wichtig. Und zur Integration ist es eben auch wichtig. Für die Bevölkerung, für die indigene Bevölkerung, die Prussen eben, hat es wohl die Möglichkeit gegeben, sich frei zu kaufen, aber wir dürfen da auch nicht zu optimistisch sein. Davon werden die wohlhabenderen Schichten profitiert haben und jetzt nicht unbedingt eben die einfache Bevölkerung. Ein Bauer wird sich vielleicht noch eher frei kaufen können als jetzt ein einfacher Handwerker oder vor allen Dingen, sagen wir mal, so ein Tagelöhner, ne? Jemand, der jetzt nicht von seinem Landbesitz eben leben kann. Ne? Und interessant wird die ganze Sache dann wieder 1525, dann beginnt hier nämlich die Konvertierung zum Protestantismus. Und da sind die Prussen dann wieder meiner Meinung nach relativ wichtig, weil die dann nämlich direkt angesprochen werden, eben nämlich von den Protestanten in diesem Gebiet. Und damit kann man dann tatsächlich vielleicht auch wirklich sagen, dass eine auf gesellschaftlicher Ebene eine stärkere Integration vielleicht wieder stattfindet. Ne? Aber ich würde doch sagen, so dieses etwas ältere Bild des völkermordenden deutschen Ordens in diesen Gebieten, das muss man doch ein bisschen relativieren. Aber man darf natürlich, man darf das jetzt auch nicht beschönigen. Ne? Das wollte ich euch gerne nochmal nachreichen. Ich werde versuchen, da nochmal was zu sagen. Jetzt sind wir aber auf jeden Fall, denke ich, doch mit einem Krieg gegen Moskau dran. Genau. Die Schweden packen wir auch noch. Drückt mir die Daumen in diesem Sinne. Pax vobiscum und Valete.